So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das ist jetzt die Breaking News. Das heißt, hier sprechen wir jetzt ab sofort über Neuigkeiten. Ja, mal auf. Da ist Ende. Muss ich mir mal irgendwie ein Strichchen machen oder so hier? Ja. Damit ich weiß, wo ich jetzt nicht hin gestikulieren sollte, weil das sieht immer so mich am fucking aus, wenn die Hände abgeschnitten sind. So, also, es geht um Folgendes und zwar Feuerwehr 2014. Im Anschluss haue ich natürlich gleich das Video ran. Fick dich, blödes E-Mail-Webcam-Programm. Ganz einfach. Also, das Spiel ist zwar schon ganz witzig. Mal. Ja. Problem ist einfach an der Geschichte, dass das Spiel irgendwann aufs Blut reizt, dass es irgendwann keinen Spaß mehr macht. Ja, zum Beispiel so grundlegende Sachen fehlen wie, was mich nervt. Hydranten, muss ich jetzt wirklich einmal durch die ganze Stadt fahren, was ich ja nicht mehr kann, weil es gibt ja den freien Modus erst nachdem ich die Kampagne gespielt habe. Dass jeden Hydranten in dieser Stadt merken, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht so meins, also sollte man, weiß ich nicht, also wie gesagt, das durch der Drehleiter, das kotzt mich an und vorher auch schon. Ich meine, die Stadt ist so, man kann nicht aus der Stadt rausfahren, man fährt immer im Prinzip in diesem ganzen Map, die da aufgebaut ist. Im Prinzip, wo du hinkommst, du kommst immer wieder ans gleiche Ziel. Ja, und du kommst immer wieder in die gleichen. Wenn ich jetzt, ich fahre jetzt von der Feuerwache ins Gewerbegebiet und dann kann ich von da aus wieder auf der Autobahn fahren, von da aus wieder theoretisch dann zum Krankenhaus. Also, wenn die mir sagen, halt mal die Fresse jetzt hin hier, ey, das ist immer das Gleiche, das quatscht immer dazwischen. Also, wenn die jetzt mir ankommen und sagen, ich soll, von der soll jetzt dahin. Ist okay, der Pfeil ist da, aber ich meine, man kommt auch anders hin. Man soll es halt so machen, dass man auf der Karte, dass man vielleicht das als eine Karte nimmt und dann wirklich einen Punkt setzt und sagen, ey, da musst du hin. Wie du da hinkommst, ist uns scheißegal. Weil es kann nicht sein, dass, wie gesagt, du kannst 100 Wege fahren. Wie das eine Mal eigentlich, wo wir hätten eigentlich wieder durch die Stadt zurückfahren sollen, über die Feuerstation, zum Krankenhaus. Wir sind gefahren auf die Autobahn. Nächste wieder runter. Ja, also wir sind wirklich die nächste Abfahrt wieder runtergefahren. Waren direkt beim Krankenhaus. Normalerweise hätte das Spiel eigentlich auch abbrechen müssen, weil wir sind eine andere Strecke gefahren, als wir hätten durften. Als wir sollen. So, ja. Das ist, weiß ich nicht, also ich meine, ich kenne die Karten mittlerweile, ich kenne die Karte, ich habe das eben geguckt, ich habe das Spiel 25 fucking Stunden gespielt, also mal ganz ehrlich. Ja, das ist krass, also 25 Stunden. Ich habe gerade geguckt, ich habe nicht mal Portal 2 so lange gespielt. Ja, und Portal 2 ist geil, das macht Laune. Dann wie das, wie gesagt, das mit den Hydranten. Ich muss jedes Mal los. Hydranten suchen, aber das Spiel ist natürlich so logisch, dass wenn es brennt und du das Feuer nicht löscht, wird das Feuer größer. Jetzt ist es klar, ja. Und während ich einen Hydranten suche, wird das Feuer erstmal größer. Zweitens suche ich erstmal eine halbe Stunde einen scheiß Hydranten, weil du findest ihn ja nicht, ja. Und dann hast du doch keine Zeit mehr zum Löschen, wenn du erstmal eine halbe Stunde nicht dran gesucht hast, du hast doch 5 Minuten, ne? Also, suchst 4 Minuten nur dran und in einer Minute habe ich die Feuer zu löschen, weil ich muss ja dann die ganze Scheiße da ziehen. Schläuche ziehen von also erstmal Hydranten aufmachen, dann den Hahn reinstecken, dann den Hydranten da reinstecken, dann den Schlauch zum Fahrzeug legen, dann vom Schlauch vom Fahrzeug zum Feuer legen, damit ich das Feuer löschen kann und bis dahin ist die Mission aber schon zu Ende. Ja, also macht nicht so wirklich Bock, tut mir leid, aber... Nee. Also für mich ist das Projekt jetzt erstmal hier beendet, auf Eis gelegt. Genau wie auch der Bausimulator. Ich meine, man kann das mal so zwischendurch machen, dass man mal, wenn man mal Bock hat, einfach mal hier und da. Aber es sind jetzt nicht so die Spiele, die auf Dauer motivieren, tut mir leid. Das ist bei Feuerwehr 2014... nicht anders wie bei eigentlich allen anderen Simulatoren. Es sind so Spiele, die kannst du mal spielen. Ey, der Landwirtschaftssimulator macht Bock. Du kannst auch mal, ey, man kann auch mal hier
Wie heißt denn der Eurotrack-Simulator? Kann man auch mal spielen. Kein Problem, spiel mal gerne. Zwischendurch. Aber wenn es denn darauf ankommt, dass man das wirklich die ganze Zeit spielen soll, jetzt 75 Folgen auf 15 Minuten, rechnet euch das mal hoch, das sind mehrere Stunden. Ja. Und irgendwann fehlt einem einfach so die Motivation dazu, weil es tut sich ja nichts. Du hast kein Ziel. Du hast am Anfang das Ziel, ey, ich verdiene jetzt Geld, kauf mir dann die geilsten Fahrzeuge. Ja, kaufst du geile Fahrzeuge, aber dann war das, weil denn ich alle, was machst du noch ganze Zeit? Die hast du alle Fahrzeuge, kannst du alle Felder kaufen, hast du schon. Wie in der ersten Staffel Landwirtschaftssimulator 2013. Wir haben uns so gedacht, Alter, jetzt spielen wir wirklich mal auf Wirtschaft. Gucken, wie, was verkaufen am besten, was können wir uns dann leisten, um die Unterhaltskosten und so ein bisschen abzuwiegen. Das ist total unnötig. Weil du gehst dabei und sagst dir, ey, ich fange jetzt damit an, dann kaufst du dir ein Fahrzeug, womit, oder eine Ketten, was haben wir uns gekauft, eine Kettensäge oder irgendwas, ich glaube, wir haben uns nur eine Kettensäge und einen Trecker geholt oder sowas. Haben die Bäume abgesäbelt und einfach da ins Wasser geschoben mit den Treckern. Alter, und da, wir hatten ruckzuck 10 Millionen zusammen. Mit 10 Millionen. Leute, die Fahrt, das teuerste Fahrzeug kostet, was? 200.000? 300.000? 400.000? Lass es sein. Ist egal. Auf jeden Fall, du kannst dir dann schon alle Fahrzeuge kaufen, weil mit 10 Millionen, hey, ja, Pillepalle, du kannst dir alle Felder kaufen, theoretisch. Und wenn du noch mehr Kohle brauchst, schiebst du noch mehr da rein. Okay, es ist mittlerweile rausgepatcht worden, ja. Das mal davon abgesehen. Aber, es macht dir irgendwann keinen, macht dir dann irgendwann keinen Bock mehr. Ich werde mir vielleicht das auch nochmal angucken. Vielleicht gibt es jetzt keine Mods, dass man nochmal eine neue Staffel macht. Gerne. Das mache ich sehr gerne. Also ohne Probleme. Gerne, gerne, gerne. Aber sollte es nichts Interessantes geben, lassen wir es weg. Weil es bringt ja nichts. Was sollen wir uns da jetzt hinsetzen und uns wirklich, ja, habe ich einen Taschenrechner? Warte mal, aber hier doch bestimmt. Wir haben doch Windows, da gibt's auch einen Taschenrechner. Wartet mal, Leute, wir suchen uns mal kurz einen Taschenrechner raus. Dauert ja nicht ewig. So. Da. Und da gibt es Rechner. So. Dann rechne mal. 75 mal 15. Geteilt durch 60. Wir hätten auch einfach nur mal 4 rechnen müssen. 75 mal 4. Ne, 75 durch 4. 75 mal 4, 75 durch 4. Egal. So. Es sind über 18 Stunden. Ja, das müsst ihr euch mal überlegen, Leute. Wir zocken dafür 18 Stunden ein Spiel, was nach den ersten 5 Minuten, also für nach den ersten 5 Stunden, vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Stunden oder 4 Stunden, ist dieses Spiel aber schon durch. Im Prinzip, du hast keine Ziele mehr. Was willst du machen? Du kannst den ganzen Wald abroden, ja. Und dann? Oder du kannst die ganze Zeit Felder... Ich will jetzt nicht besamen sagen, aber muss ich ja wohl. Also du kannst die ganze Zeit auch Felder besamen, du kannst die ganze Zeit Felder ernten. Aber wofür? Wofür sollst du es machen? Du hast alles, was du brauchst. Ich meine, ich kann mir die ganze Karte mit Treckern vollpflastern, wenn ich Bock habe. Ja, aber das ist sinnlos. Wozu? Ja. Was noch relativ cool ist, was noch relativ das schwierig gestaltet ist, wenn du wirklich mit vielen Leuten spielst. Wenn du jetzt sagst, Alter, wir spielen jetzt das Ganze mit 10, 15 Leuten, dann macht es noch Sinn, weil da musst du für jeden einzelnen Fahrzeug kaufen. Dann brauchst du nicht nur 3 Trecker von der Sorte kaufen, sondern 15 Trecker von der Sorte, was mal die fünffache Zeit erfordert. Aber dadurch hast du natürlich, wenn 15 Leute einen Trecker haben und können da sehen, da ernten, da blablabla, hast du auch wieder den Rest des Geldes oder da kümmern sich 5 Leute um die Forstwirtschaft, dann ist es pro Befo diese Rotze volle fertig, weißt du, da machst du nix. Ist sie fertig und kannst du gehen. Entschuldigung, wenn ich mal dieses, aber das ist einfach, weiß ich nicht. Also, sinnvoll ist es in meinen Augen jetzt nicht wirklich. Das heißt nicht, ich mache jetzt keine Simulatoren mehr. Um Gottes Willen, nein. Simulatoren machen Bock.
Aber es gibt einfach so den Punkt, wo man dann sagt, das Projekt ist jetzt beendet. Weil wenn ich ein Projekt alleine mache, kann ich das selber entscheiden. Und vielleicht habe ich manchmal auch auf LWS noch mehr Bock als die anderen, wenn wir das mit mehreren spielen. Aber wenn einer oder zwei keinen Bock mehr haben, beenden wir das Projekt. Weil dann spielen die lustlos oder spielen halt auch nicht mehr mit. Und dann ist es auch irgendwann, wo der Punkt ist, so jetzt hast du ja nur noch von fünf Leuten nur noch zwei Leute oder nur noch drei Leute. Entschuldigung. Und von diesen... Die Fahrzeuge, die du dann über hast, die verkaufst du dann ja wieder, hast du schon wieder Geld und dann weißt du schon wieder nicht, wohin damit. Also, es fehlt da irgendwo so der Anreiz. Ja? Und, das ist halt, ist wirklich schwierig zu sagen. Soll ich mich mal unscharf machen? Hallo? Oh, geht nicht. Gut. Ja, wie gesagt, das ist jetzt erstmal alles, was ich dazu sagen wollte. Es werden jetzt erstmal andere Projekte kommen auf diesem Kanal. Wie ich schon angekündigt habe und vielleicht auch schon raus ist, ist Lucius 2. Das weiß ich noch nicht. Also, der wird draußen sein. Also, nach Folge 13 habe ich den raus. Also, das hier ist ja Folge 20 von was weiß ich. Und ich quatsche auch wieder die ganze Zeit nur Blödsinn. Eigentlich wollte ich nur ein kurzes Info-Video machen und habe jetzt schon wieder 12 Minuten. Yay! Nee, also eigentlich, wie gesagt, wir schauen mal, was bei rauskommt. Eigentlich wollte ich mit den Jungs halt auch mal wieder was machen, ordentlich. Weil in letzter Zeit fehlt mir halt auch die Zeit durch die Arbeit und weil ich immer morgens um 4 aufstehen muss und dann. Bis abends schocke ich nicht so. Gut. Naja, gut. Alles klar. Das war auch erstmal schon alles, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich. Haut da rein. Bis dahin. Tschüss.